Wenn du einen energievollen und guten Start in den neuen Tag haben möchtest, dann solltest du nicht nur das Video von Anfang bis Ende anschauen, sondern auch die Dinge tunlichst vermeiden, die ich heute in diesem Video nenne. Eine gute Morgenroutine ist unfassbar wichtig und einfach essentiell für einen erfolgreichen und guten Tag. Deshalb ist es auch unfassbar wichtig, dass man so eine gute Morgenroutine für sich selber entwickelt und diese bestenfalls auch tagtäglich beibehält. Und Dinge, die einer guten Morgenroutine entgegenwirken und nicht so gut sind am Morgen, diese Dinge sollte man tunlichst am Morgen vermeiden. Und ja, Leute, ich weiß, wie schwer es ist, mit alten, schlechten Angewohnheiten zu brechen und sich neue, gute Angewohnheiten anzugewöhnen. Gerade bei einer Morgenroutine, die einfach so fest verankert ist in einem, das ist natürlich besonders schwer. Aber heute möchte ich einfach über die Dinge sprechen, die man tatsächlich morgens tunlichst vermeiden sollte, denn du möchtest natürlich am Morgen einen guten Start haben und die Dinge solltest du definitiv vermeiden, wenn du einen guten Start haben möchtest. Drücke auf gar keinen Fall den Snooze-Button. Ja, Leute, ich weiß, es ist manchmal so, dann liegt im Bett im schönen, kuscheligen Wabenbett, draußen ist ekliges Wetter und man hat gar keine Lust auf die Schule, auf die Uni oder auf die Arbeit und dann will man einfach im Bett liegen bleiben und was macht man da? Da drückt man den Snooze-Button. Aber das solltest du auf gar keinen Fall machen, wenn du einen guten, erfolgreichen Start in den neuen Tag haben möchtest, dann solltest du das definitiv nicht tun. Und Leute, ich will mich hier gar nicht freisprechen, ja? Ich glaube, jeder von uns da draußen hat schon mal den Snooze-Button gedrückt. Aber du solltest einfach dein Mindset so konditionieren, dass sobald dein Wecker klingelt, du einfach direkt aufstehst und wenn du dieses Mindset entwickelst, dann kann jede Aufgabe des Tages kommen und die Aufgabe wird immer direkt erledigt und du schaffst jede Aufgabe. Und das ist einfach, ja, so eine Einstellungssache. Wenn man das macht, dann schafft man jede Aufgabe. Und ich kann euch nur empfehlen, versucht den Snooze-Button einfach nicht zu drücken. Und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Also wenn du dein Mindset umkonditionierst und dann direkt aufstehst, dann hast du einfach einen erfolgreichen Morgen. Punkt. Und das war bei mir auch nicht einfach, ja. Also ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich einfach mein Handy, ja, wo ich meinen Wecker mitstelle, einfach weit vom Bett entfernt weggelegt habe. Heißt, ich habe mein Handy tatsächlich in den Kleiderschrank reingelegt. Und also bevor ich schlafen gegangen bin, habe den Wecker gestellt, das Handy in den Kleiderschrank reingelegt. Und immer wenn das Handy dann morgens geklingelt hat, dann musste ich logischerweise aufstehen und den Wecker ausmachen und zum Kleiderschrank hinlaufen. Und dann war ich halt schon auf und schon wach. Also gab es gar keine Möglichkeit mehr zurückzugehen ins Bett. Da habe ich gedacht, komm, da kannst du auch jetzt direkt schon aufbleiben. Kann euch nur empfehlen, wenn das auch so fest bei euch verankert ist, dann versucht einfach euer Handy, soweit es geht, irgendwie wegzulegen, damit ihr auf jeden Fall aufstehen müsst, um den Wecker auszustellen. Und wenn ihr das 3 Monate lang durchzieht, dann kann ich euch garantieren, dann gehört diese Angewohnheit definitiv der Vergangenheit an. Mit Garantie. Da kann ich euch Brief und Siegel für geben, dass hat jeder schon mal gemacht, den nächsten Punkt, und zwar gar nicht erst aufstehen und direkt im Bett noch dein Handy checken. Du hast dann dein Handy in der Hand und das Erste, was du machst am Morgen, du stehst gar nicht erst richtig auf, sondern du liegst einfach noch im Bett und checkst dein Handy, checkst deine E-Mails, checkst Social Media und checkst einfach mal alles ab, was so gerade geht. Ja? Und dann schwuppsdiwupps sind 30 Minuten futsch. Das Schlimme daran ist nicht nur, dass dann 30 Minuten deines Tages weg sind, sondern die meisten Leute sind dann einfach auf Social Media unterwegs, scrollen einfach durch ihren Feed und dann macht man natürlich folgendes, dann vergleicht man sich direkt am Morgen direkt mit anderen Leuten und ich kann dir sagen, das ist einfach nicht gut und das löst bei den meisten Leuten wirklich keine positiven Gefühle aus. Außerdem ist es ja so, du stehst morgens auf und reagierst direkt auf was. Du reagierst direkt auf Social Media Content und du agierst nicht. Heißt, du schaust dir erstmal den Content an, was so geht auf Social Media und dein Gehirn reagiert darauf. Es ist viel wichtiger, dass du morgens aufstehst und agierst, heißt in Aktion kommst und nicht auf irgendwelche belanglosen Sachen reagierst. Sondern du musst dein Gehirn damit füttern, dass du was geschafft bekommst. Heißt, dass du in Aktion kommst. Du musst agieren. Und das ist wirklich eine wichtige Lektion, die wirklich jeder Mensch beherrschen sollte. Denn gerade in der digitalen Welt ist es ja so, dass teilweise ja unser Business davon abhängt, von Social Media. Also bei mir ist das zumindest der Fall. Oder dass teilweise einfach, ja, vieles einfach digital sich abspielt. Und dann ist es wirklich schwierig, einfach von dieser digitalen Welt so mal loszukommen. Deshalb kann ich wirklich nur an alle Leute appellieren, versucht einfach morgens direkt aufzustehen, nicht zu reagieren auf irgendein Social Media Content, nicht im Bett liegen bleiben mit dem Handy, sondern direkt rauszukommen und zu agieren. Den nächsten Fehler begehen heutzutage immer noch ganz, ganz viele Männer, da bin ich mir zu 100% sicher, und zwar sich morgens einfach nur mit den Händen und Wasser das Gesicht waschen. Bitte hört auf damit, denn wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben doch mittlerweile so viele Möglichkeiten, die man einfach auch nutzen sollte, um sein Gesicht passend und gründlich zu reinigen. Mein Papa hat zu so einer lapidaren Wäsche immer Katzen
Katzenwäsche gesagt. Also die Leute, die sich einfach nur Wasser durchs Gesicht klatschen, das ist eine Katzenwäsche. Wenn du von der Katzenwäsche umsteigen möchtest zu einer high-end, professionellen, super krassen, progentiven Reinigung, dann empfehle ich dir und ermutige dich jetzt in diesem Video einfach auf eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste umzusteigen, ein passendes Waschgel zu nehmen und dich damit wirklich vernünftig jeden Morgen und vielleicht auch noch jeden Abend zu reinigen. Mit den pulsierenden Silikonnoppen von so einer Gesichtsbürste kannst du wirklich 99,5% an Schmutz und Ölrückständen von deiner Haut entfernen und deine Haut wirklich porentief reinigen. Und ich kann für meinen Teil sagen, dass meine Poren, seitdem ich halt mich damit reinige und auch so reinige, dass meine Poren sich wesentlich verkleinert haben, dass mein Hautbild einfach sich auch wesentlich verbessert hat. Und es ist tatsächlich so nachweislich, dass so eine Gesichtsreinigungsbürste wirklich das Hautbild enorm verbessert. Gerade dann, wenn du vorher so ein Typ bist und einfach nur eine Katzenwäsche machst. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der sein Hautbild verbessern möchte und der seiner Haut was Gutes tun möchte. Ich verlinke euch die elektronische Gesichtsreinigungsbürste unten in der Infobox. Checkt die einfach mal aus und viel Spaß beim Gesicht reinigen. Nächster Punkt, ihr solltet aufhören, morgens an euch herumzuspielen. Wenn du ein Teenager bist, dann willst du am liebsten direkt 5 gegen 1 am Morgen spielen. Und ja, logisch, das ist natürlich verlockend, wenn du mit einer Tramopila aufstehst und so ein riesen Rohr in der Hose hast. Gar keine Frage. Wenn du deinen Tag aber so startest, heißt eine Runde 5 gegen 1 spielst, beziehungsweise dir einfach in der Palme wedelst, dann ist es halt so, dass das Dopamin-Level in deinem Gehirn direkt nach oben schießt. Und alles andere, was an dem Tag dann noch anstehst, ja, dann ist das alles gar nicht mehr so interessant. Dann ist es gar nicht mehr so motivierend, was halt noch ansteht. Denn morgens hast du deinem Gehirn ja schon direkt den fettesten Dopamin-Kick ever gegeben und nur, weil du 5 gegen 1 gespielt hast. Also hör auf damit, jeden Morgen 5 gegen 1 zu spielen und bevor du irgendwie 30, 40 Minuten auf YouPorn unterwegs bist, sei lieber hier auf YouTube unterwegs, abonniere meinen Kanal, denn dein Online-Bruder Korte gibt dir nur das Beste an Informationen, will das Beste aus dir herausholen und somit bekommst du dementsprechend auch die beste Energie. Also nicht vergessen, Kanal abonnieren. Was du ebenfalls morgens vermeiden solltest, ist eine heiße Dusche. Ja Leute, ich weiß, eine heiße Dusche morgens ist wirklich super entspannend und super relaxed. Aber eine heiße Dusche relaxt natürlich auch euren kompletten Körper und eure ganze Stimmung und euer Körper fährt dann einfach eher runter, als dass er hochfährt. Und ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass eine heiße Dusche am Morgen super entspannend ist. Gar keine Frage. Bin ich Warmduscher? Oh ja, auf jeden Fall. Habe ich Bock auf eine kalte Dusche? No fucking way. Aber da ich weiß, dass eine kalte Dusche mich einfach besser in den Tag starten lässt und mir einfach mehr Energie gibt und ich dann morgens einfach wacher bin, mache ich das Ganze wie folgt. Als erstes starte ich nicht mit einer heißen Dusche, sondern nur mit einer lauwarmen Dusche. Und wenn ich mit meiner Duschroutine dann durch bin, dann stelle ich das Wasser einfach nochmal von lauwarm auf kalt. Heißt, ich bewege mich langsam von lauwarm rüber zu kalt und dann kann man das Ganze auch gut aushalten. Und ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, danach fühlst du dich einfach viel energievoller und außerdem ist es gut für deine Haut und natürlich auch noch gut für deine Haare, wenn du dich zum Schluss einfach nochmal schön und ordentlich kalt abduscht. Bist du auch jemand, der jeden Morgen einfach einen Kaffee braucht, um erstmal wach zu werden? Ja? Dann solltest du einfach mal nicht jeden Morgen einen Kaffee trinken. Ich brauche gar nicht darüber zu diskutieren. Ja? Ich liebe es auch, hin und wieder mal morgens ganz gemütlich einen Kaffee zu trinken. Keine Frage. Aber man muss immer noch bedenken, dass Kaffee bzw. das darin enthaltene Koffein süchtig machen kann und dementsprechend Kaffee dann irgendwann auch wie eine Droge wirken kann. Es gibt nämlich tatsächlich so viele Menschen, die diese Angewohnheit über Jahrzehnte hinweg antrainiert haben, dass die ohne Kaffee einfach nicht mehr klarkommen im Leben. Und wenn das der Fall ist, dann hat das wirklich tatsächlich schon Züge von einer Abhängigkeit. Also, versuche anstatt jeden Morgen Kaffee zu trinken, einfach mal auch auf Wasser umzusteigen. Versuche einfach eine bessere Balance hinzubekommen. Denn Wasser, da kannst du A, so viel wie du willst von trinken, hat B, keine Nebenwirkung und ist auch noch gut für deine Haut und für deine Haare. Also Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg beim Entwickeln eurer Morgenroutine. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einfach ein bisschen weiterhelfen. Und wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch die ein oder andere Angewohnheit hat, die ich hier in diesem Video beschrieben habe und der einfach damit mal ja, aufhören sollte oder die Angewohnheit einfach mal ablegen sollte, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm, denn ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos euch da draußen einfach auch ein Stück weit weiterhelfen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Morgenroutine. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.